Nach dem Abi habe ich mich entschieden zu arbeiten und für eine Reise zu sparen. Und als ich dann wieder zu Hause angekommen bin, dachte ich mir, okay, wieso nicht gleich beim Menschen ansetzen und ihm helfen, und habe mich dafür entschieden, Psychologie zu studieren. Ich bin Julia und studiere Psychologie an der Universität Ulm. Ich laufe jeden Morgen in die Uni und wusste ganz lange überhaupt nicht, wie mein Körper das überhaupt auf die Reihe bekommt. Und das hat mich dann fasziniert und dann habe ich mich dazu entschieden, Medizin zu studieren. Ich möchte ein Arzt werden, der dem Patienten zuhört, der vielleicht nicht zu sehr in den Trott verfällt, sondern ich möchte auf die Menschen weiter zugehen. Im Endeffekt gibt mir die Uni hier die Möglichkeit, meinen Traumjob zu erreichen, und das ist der Weg, den ich gefunden habe. Ich heiße Florian und studiere Humanmedizin an der Universität Ulm. It's way more difficult to be an international student. I had to settle and I had to integrate and I had to start a whole new different life. My name is Verna. I come from Egypt and I study informatics. If you stay at home, it will be just like continuing school. Nothing changes, but if you go, at first it's really hard. But with time, somehow Ulm became my second home because it's the perfect student life. Zum einen wollen wir den Studierenden natürlich eine gute Ausbildung geben, aber ein anderer wesentlicher Aspekt ist auch, dass hier eine Persönlichkeitsentwicklung stattfindet. Mein Name ist Martin Müller und ich unterrichte nachhaltige Unternehmensführung hier an der Universität Ulm. Meine Studenten sind sehr, sehr engagiert, sehr, sehr interessiert. Ich glaube, das ist auch deshalb, weil es eben kleine Gruppen sind. Und dann ist natürlich, geht man eher aus sich raus und ist nicht so in der anonymen Masse drin, wie das vielleicht an anderen Universitäten der Fall ist. Diese Universität ermöglicht, eine Beziehung aufzubauen zu den Studierenden, zu den Lehrenden. Und das ist einfach das Schöne, was, glaube ich, nur so eine Universität bieten kann. Der Freundeskreis, den man in seiner Freizeit hat, der entwickelt sich durch die Uni, durch die Lehrangebote, durch Projekte, die man zusammen macht. Mein Name ist Nina, ich studiere Informatik im dritten Semester Master an der Uni Ulm. Als Tutorin ist es mein Job, Blätter zu korrigieren und wöchentliche Tutorien zu halten. Das bedeutet, ich stelle die Aufgaben vor und rechne es mit den Studierenden selber durch. Das Klischee bei Informatik ist immer, dass das nur Nerds studieren können, die sich jahrelang damit schon davor beschäftigt haben. Ich bin absolut nicht diejenige, die das schon immer gemacht hat, aber ich habe mich sehr dafür interessiert und ich finde auch, das Klischee stimmt gar nicht, wenn man sich seine Kommilitonen so anschaut. Ich bin jetzt schon fast 10 Jahre in Ulm. Ich habe hier meinen Bachelor gemacht und auch meine Masterarbeit. Ich heiße Matthias Beck und bin Doktorand im Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie. Ich habe mich hier für diesen Bereich entschieden, weil ich schon direkt nach dem Abi wusste, ich möchte am liebsten irgendwas gegen den Klimawandel und den CO2-Ausstoß machen. Was ich persönlich sehr zu schätzen gelernt habe an der Uni, dass ich über die Jahre so viele Menschen hier kenne und kennengelernt habe. Das ist mein persönliches Leben, haben die auch sehr bereichert, weil man ja nicht nur in der Uni ist, man hat ja auch noch ein bisschen Freizeit nebenher. Das sind so die schönsten Erinnerungen eigentlich, die ich habe an die Uni Ulm.